Dem Leben zuliebe habe ich eben gesagt, es kommt jetzt ein wunderschöner Titel, My Way, die Originalfassung, deutsche Fassung, So leb dein Leben. Ein Titel, bei dem man zuhören sollte. Gesungen von einer Frau, die man von vielen Bühnen kennt und aus vielen Fernsehsendungen. Aus Wien direkt nach Hof gekommen. Hier ist für Sie So leb dein Leben und Dagmar Koller. Der letzte Vorhang, du gehst von dieser Welt und dann kommst du an jenem Tor an. Du weißt, dein Lebensweg war manchmal krumm und manchmal eben, dass du grad stehen kannst, so leb dein Leben, dass du dann sagen kannst, ich hab getan, was manchmal sein muss, ich hab geliebt, getanzt, es ist nicht viel, was ich bereuen muss. Ich nahm, was mein war doch, ich hielt die Hand auch auf zum Geben, dass du dann sagen kannst, so leb dein Leben. Ich weiß es gar, durchschauen war. Ich hab dafür bezahlt und doch geprahlt, wenn mir schon bang war. Und heut schau ich zurück, ob man's verzeihen kann und vergeben, dass du das sagen kannst. So leb dein Leben, dass wer ein Mensch, der keiner ist, der nicht als Mensch er selber ist, der niemals lügt, nie Fehler macht, der niemals weint, der niemals lacht, der nie gesteht. Dagmar Koller. Dagmar Koller. Dagmar, ich würde mich gerne mit dir ein bisschen unterhalten. Gerne. Hast du einen Augenblick Zeit für mich? Aber immer. Dann gehen wir ein bisschen hier rüber. Das war ein zu Herzen gehender Titel. Ja, aber ich liebe ihn sehr, sehr. Das kann man auch nur. Das ist doch ein schöner Text. Dankeschön. Ich hoffe, das ist deinem Mann, der uns ganz sicher zuschaut, der Bürgermeister der Stadt Wien, Helmut Zilk, nach diesem
furchtbar an Anschlag besser geht. Ich glaube, es ist eigentlich gut überwunden. Besser gehen, er muss damit leben. Und ich bewundere ihn so, dass er so tapfer ist und eigentlich mich das nie fühlen lässt, dass er doch eine große Behinderung hat. Aber er ist eigentlich dankbar, dass er lebt und freut sich über die Menschen, die so viel Mitgefühl bringen. Es ist schlimm, dass es so etwas überhaupt gibt. Grauenhaft. Dagmar, ich würde eigentlich gerne mal mit dir so ein paar Schritte zurückgehen in deinem Leben. Erinnerst du dich an dein erstes Engagement? Ja, es war in Dortmund. Ich war zuerst Balletttänzerin an der Wiener Volksoper und wollte dann unbedingt Sängerin werden und bekam mein erstes Engagement in Dortmund. Als Sängerin? Als Soubrette. Und als Tänzerin? Und als Tänzerin. Und von dann an ging es bergab. Was? Ja, nach dem ersten Engagement, ich war damals noch nicht einmal 20, da war die Stimme noch zu schwach, ging es also dann nach Esslingen, dann nach Lüneburg. Da war ich übrigens schon sehr gut in Lüneburg. Und du weißt genau, dass das Ganze gewesen ist in Dortmund? Ich weiß genau, ja. War das nicht ein bisschen weiter nach halb links rüber, in Oberhausen? Ah ja, das habe ich auslassen. Das siehst du. Jö, da habe ich sogar Stiegen. Ja, ich habe mich ja beschäftigt mit dir. Wir haben ja lange überlegt, wo war sie, wo fing sie an? Vielleicht habe ich Oberhausen verdrängt, denn dort hatte ich mein Engagement und mein Zimmer nur bekommen, wenn ich der Dame das Stiegenhaus am Samstag, Freitag auf Samstag geputzt habe. Und ich habe damals, musste man als Schauspieler noch natürlich irgendwas dazu tun und ich war also so schnell, diese Holzbalken, erinnerst du dich habe ich so schnell einen, geputzt und gewaschen. An einen Buffo, der da am Theater war. Oh ja, natürlich, sehr berühmter. Ja, aber der war ein bisschen kleiner. Wieso? Ja, ich weiß noch nicht mehr, wie hat er schnell geheißen. Aber es war dann jemand da, der dich sehr getröstet hat. Ich wollte dir mal ein Bild zeigen. Wir haben so ein bisschen in deiner Vergangenheit herumgesucht. Kennst du diesen Herrn? Bitte, das war unser Liebling, das war der Tenor, natürlich. In den waren wir alle verliebt. Weißt du noch, wie er heißt? Ich meine, du bist jetzt ganz clever. Du hast jetzt gesagt, ich guck da mal drauf, was er da geschrieben hat. Aber es geht viel einfacher. Eigentlich wollte er heute Abend hier sein. Oh. Aber er ist in der Zwischenzeit 90. Und ich begrüße jetzt jenen Menschen von damals, von dem ihr alle, die Damen am Theater in Oberhausen, geschwärmt haben und die Zuschauerinnen und Zuschauer auch. Ich begrüße Otto Müller-Neuenburger. Was ist das? Im Studio in Freiburg. Ich hoffe, Sie hören uns, lieber Herr Müller-Neuenburger. Jawohl. Ist das schön. Und Sie haben damals dieses junge Mädchen in einer Form getröstet. Das war schon toll. Was haben Sie ihr damals gesagt? Ja, das war im Jahr 1962 und 63. Da war eine bildhübsche Anfängerin, Sängerin engagiert. Und ich kam einige Male ins Theater und habe mir sie immer wieder angehört. Und eines schönen Tages kam die bildhübsche, nicht kleine, sondern sehr große Anfängerin zu mir und sagte, jetzt passen Sie mal auf, Herr Müller-Neuenburger, sie weinte sehr und kam zu mir und sagte, ja, das tut mir so weh. Jetzt bin ich die ersten zwei Monate hier und bin gekündigt worden. Ja. Ja. Und dann habe ich gesagt, Mädel, sei doch froh, dass du aus dem Laden herauskommst. Denn du hast eine bildhübsche Stimme, die noch etwas ausgebildet werden muss. Nicht? Und dann habe ich gesagt, jetzt freu dich und wein ich. Du wirst nach 1, 2, 3 Jahren, wenn du noch in Wien arbeitest, wirst du eine ganz tolle Karriere machen. Ja, glauben Sie das, Herr Müller-Neuenburger? Na, habe ich gesagt, nein, das glaube ich nicht. Das wird so sein. Und ich habe mich in der Zwischenzeit vielmal so gefreut, wenn ich dich im Fernsehen gesehen habe mit dem Singen. Und vor allem auch mit dem Tanzen, es war wunderbar. Und ich war bei meinem Neffen eingeladen und haben die Sendung gesehen. Und er war dann so hin und her gerissen. Und dann habe ich ihm dieses Erlebnis erzählt.
Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich immer sehr, wenn ich Sie oder dich dann gehört habe. Danke. Und wollte dann nochmal eine große Anerkennung machen und freue mich auch darüber, dass meine Prophezeiung hundertprozentig eingetroffen ist. Danke. Ich möchte hier lieber Herr Müller-Neuenburger, danke sagen. Das war eine große Überraschung, nicht? Ein Mann, der sicherlich deinem Leben eine andere Wende gegeben hat. Denn so ein Anfang ist natürlich immer etwas Furchtbares, wenn da einer ist, der immer intrigiert. Und ich war immer überall. Und dann ist einer da, der sagt, Mädle, tu mal gefallen. Und er hat recht behalten. Es war ein Wiedersehen nach ganz langer Zeit. Er wäre gerne hier gewesen, aber mit 90 war doch die Fahrt ein bisschen weit. Kann ich ihn nicht nach Wien einladen? Ja. Ich zeige ihm noch Wien. Ja, das wird er sicherlich noch. Ja, nach Wien einladen, Herr Müller-Neuenburger, hat gerade eben Dagmar Koller gesagt. Würden Sie sich das zumuten? Schön. Aber mein Arzt hat mir die Reise verboten nach Oberhausen. Nicht nach Oberhausen, nach sondern Hof. Nach Hof zu gehen. Also geht auch Wien nicht. Aber schön, dass Sie sich wenigstens auf diese Art und Weise gesehen haben. Vielleicht eine Möglichkeit für dich, mal nach Freiburg zu fahren oder nach Neuenburg. Absolut, und da komme ich. Dankeschön. Danke dir. Sehr verehrter Herr Otto Müller-Neuenburger. Danke. Ich freue mich, dass die Überraschung geglückt ist. Unwahrscheinlich. Danke. Jetzt kommen wir wieder zur Musik.